Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir den Bergtunnel in der Ziemlich Burg gefunden dunkel haben. hier unten. Pass besser auf, wo du hintrittst. Und wir wollen natürlich herausfinden, was es hier auf sich hat. Falls hier vor kurzem jemand war, hat er keine Spuren im Staub hinterlassen. Wir sind natürlich vorsichtig und gucken, was hier so lauert, was hier für Gefahren lauern. Leuchtende Pilze, ja, die können wir mal mitnehmen. Überall sind Minen. Hier ist Radioaktivität und ein Gas. Können wir bitte aus der Strahlung raus? Ich fühle mich echt mies. Kanonenkugeln, okay. Und Zementsäcke. Auch cool. Leider sind wir dadurch jetzt mal wieder überladen. Da haben wir sonst nichts weiter. Die Pilze können wir nochmal mitnehmen. Und hier die Mine entschärfen. Was haben wir denn jetzt hier? Keine Ahnung. Okay, das Geschütz hätten wir entsorgt. Ich nehme mal lieber eine andere Waffe. Meinst du, es ist eine so gute Idee, im Keller eines 600 oder 700 Jahre alten Gebäudes rumzulatschen? Ja, ich meine schon, dass das eine gute Idee ist. Leider musste ich mich jetzt gerade erstmal zurechtfinden. Aber gut, jetzt haben wir hier alles überprüft. Jetzt haben wir den linken Weg und diesen Weg hier. Wir gehen mal diesen Weg und entschärfen die Mine hier. Pilze nehmen wir alle mit. Wenn wir sie schon mal hier sehen, warum denn nicht? Okay. Benzinkanister. Fusionszellen. Bin mir nicht sicher, ob mir die Stille hier gefällt. Ah, wer weiß, was hier noch auf uns lauern wird. Du stehst genau vor einer Mine. Das hier ist sehr gut, ein Fusionskern. Die nehmen wir gerne an uns, damit wir auch mal wieder mit Rüstung rumrennen können. Wäre sehr willkommen. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Dieser Weg geht nicht weiter, hier war noch eine Mine. Ach du Scheiße. Ich glaub's nicht. Hätte nie gedacht, dass der Search noch hier ist. Alle Leute, ihr gehört zu uns. Warte, wechseln. Mann, oh Mann. Das war nicht übel. Schauen wir mal, dass wir vor allem auch ein Stimpack nehmen wegen der Verletzung. Russische Eier. Dann gönnen wir uns noch Instapüree, Kartoffelchips, Lego ein bisschen. So, Fleisch und Bohnen und ein Blutpaket. Jetzt geht es uns wieder besser. Er hat die Burg bewacht seit schon immer. Soweit ich hey. Weiß. Brauchst du was? Abbrechen. Zwei Fusionskerne. Das ist ja sehr gut für uns. Strohkissen. Eins auf dem Land. Das war's. Für das Kammerz. Verdammt. So lange her. Sie versucht da gerade irgendwie einen Code zu knacken. Stehen wir. Ja, das war's. Okay, sie hat's geöffnet. Ich habe erst gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas verschlossen ist, aber gut, sie regelt das ja schon. Sicherheitsterminal, kann man das dann von innen wahrscheinlich öffnen oder schließen. Oder ich hau mal lieber rein.
Benutzeraufzeichnungen. Angriff in der Nacht. Letzte Nacht wurde ich gegen 0200 von einem Schlag geweckt, der die ganze Burg erzittern ließ. Leutnant Foster hat berichtet, dass eine riesige Kreatur die westliche Mauer durchbrochen hat. Ich habe ihn gebeten, per Funk Verstärkung zu rufen, während ich durch die Tunnel ging, um die Waffenkammer zu verschließen. Kurz darauf brachte ein weiterer Schlag den einzigen anderen Ausgang aus dem Tunnel zum Einstürzen. Eigentlich ist nur ein Behemoth in der Lage, solche Schäden anzurichten. Falls aber ein Supermutant in den Hof eingedrungen, sind, darf ich nicht riskieren, dass die Artillerie ihnen in die Hände fällt. Ich kann jetzt nur für gute Verteidigung sorgen und darauf warten, dass mich jemand ausgräbt. Das hat ja nie, ist ja nie passiert. Meine Position verstärkt. Wir haben den Kampf eindeutig verloren. Ich habe etwas gegen die Panzertür hämmern hören. Doch bevor die Tür nachgibt, werden die Wände einstürzen. Für den Fall, dass jemand versucht, den Schutt von meinem Quartier wegzuräumen, habe ich alles an Verteidigung aktiviert, was hier unten zu finden war. Mir behagt es nicht, dass Supermutanten unsere Atelier gegen hilflose Siedlungen einsetzen könnten. Mir geht zwar langsam das Wasser aus, aber ich hoffe, dass sich die Überlebenden neu formieren und rechtzeitig einen Gegenangriff durchführen werden. Letzter Eintrag. Das ist wahrscheinlich mein letzter Eintrag. Meine Vorräte sind aufgebraucht und ich habe jegliche Hoffnung auf Rettung verloren. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine alte Kiste Wein, die ich gefunden habe. Ich weiß, dass der Wein die Dehydration verstärken wird, aber mir ist es lieber, dem Tod mit einem guten Tropfen zuzuprosten. General McGain, Commonwealth Minuteman. Ja, wenn man eh schon verdurstet. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist... war General McGann. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe in Frieden, General. Dein Kampf ist zu Ende, aber die Minutemen bestehen weiter. Richtig. Naja, seine... Lohnt nicht, wegen einer Sache sentimental zu werden, die vor 40 Jahren passiert ist. Komm, wir sind fast durch. Okay, westliche Bastion. Dann sind wir doch jetzt in der Waffenkammer. Oder zumindest kurz davor. Wir hören schon alles von draußen. Öffnen den Zugang. Da wären wir. Hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal sehen, was noch übrig ist. Tja, das wollen wir doch mal sehen. Oh. Nett. Lasermusketten Stufe 4. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen? Baupläne für Artillerie. Das ist großartig. Ich muss zugeben, Ronnie. Artillerieunterstützung zu haben, wäre ziemlich nett. Wir haben Tod und Verderben auf Todeskrallen und Supermutanten herabregnen lassen. Es war großartig. Okay, schnapp dir die Baupläne und dann los. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Finde den Artilleriebauplan, den haben wir ja schon gefunden. Nachschub nehmen wir mit. Waffenwerkbank. Lasermusketen, Zubehör, das nehmen wir alles mit. Die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Nee, das machen wir nicht. Oh, hier sind auch nochmal Granaten drin, wenn ich denn da richtig dran komme. Ah, jetzt kann ich erst das rausziehen. Egal, jetzt haben wir es schon leer. Statboy nehmen wir auch mit. Das hatten wir schon leer gemacht. Die Minen sowieso. Das ganze Wasser. Eine Plasmamine. Lasermusketen mit weiterer Munition. Wunderbar. Die Waffen sind jetzt eher alle nicht so dolle, aber
Tesla-Bogen. Fatman nehmen wir mit. Artillerie-Rauchgranaten. Kann ich diese Dinger jetzt hier einfach... Ach, sie kann ich jetzt zum Beispiel auch lagern. Dann lagere ich sie doch mal. Ja gut, die brauchen wir jetzt nicht mehr zu reparieren. Ist jetzt eh zu spät. Egal. Aber das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir schon mal die ganzen Lasergeschütze auf Lager. Die könnten wir dann auch hier hinstellen. Den Artilleriebauplan haben wir ebenfalls. Sprich mit Ronnie. Da ist sie. Bleib mal bitte stehen. Ich kann gleich nicht mehr laufen. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Okay, ich kann die Artillerie jetzt bauen, wie es aussieht. Warte mal, wir können ja jetzt erstmal noch die Lasergeschütze... Die können wir noch platzieren. Kann ich die nicht platzieren? Warum? Wie das geht, das hier geht nicht. Doch, haben wir doch drei. Ja, hier, das sind die. Drei Stück haben wir auf Lager. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Sagen wir mal eins hierhin. Und eins dorthin. Müssen natürlich noch mit Strom versorgt werden. Das bedeutet, wir müssen wiederum auch einen Generator hier in der Nähe bauen. Zum Beispiel jetzt einfach mal hier so. Einfach mal dahin. Dann sagen wir Strom dort. Ach, das ist ja nicht dein Ernst. Jetzt müssen wir extra noch so ein Pylonending da bauen. Was ist denn jetzt hier die... Laserstrahlennetz? Was ist denn jetzt hier, um weiterzuleiten? Stromleitung ist doch wahrscheinlich hier sowas Simples, ne? Wieso geht das denn nicht? Das ist doch eine Verarsche. Machen wir mal Tab. Einlagern, ja. Den haben wir jetzt noch gelagert. Dann machen wir den hier hin. Ach, das reicht noch nicht mal aus. Das war jetzt echt ein Witz. Also die kleinen Generatoren sind ja dann wirklich ein bisschen sinnlos. So, auf jeden Fall haben wir hier nochmal Laserwaffen. Hier ist es ja nochmal ein bisschen besser geschützt, auch wenn es nicht schön aussieht. Das müssen wir irgendwann mal da verbessern, weil so geht ja gar nicht. So, aber was wir jetzt machen wollen, ist natürlich hier Spezial Artillerie. Wollen wir die jetzt wirklich so hier im Hof packen? Ich würde sagen, die packen wir oben auf die Mauer. Das aber dann auch ordentlich. Dafür müsste ich gucken. Da hinten ist quasi so die ganze Region der Stadt und so. Dann packe ich das lieber genau da oben drauf. Och, wir sind immer noch überladen. Es ist nervig. Ja, komm schon. Ach, da liegt jetzt auch noch was. Wieder verwerten. Kann ich es nicht
So ist natürlich wieder doof. So geht es. Und so platzieren wir es auch. Dafür benötigen wir jetzt jemanden. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal Zeug loswerden. Das ist mir gerade ein bisschen zu doof hier, die ganze Zeit mit dem Rumkriechen. Das machen wir jetzt mal als erstes. Bevor wir das mit der Artillerie mal austesten können. Weil wenn wir uns jetzt schnell bewegen können, das erleichtert dann schon ein bisschen die Angelegenheit. Kate hat ja auch noch Krempel. Hey. Was gibt's? Alles nehmen, ja. Eigentlich sollten wir so. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Waffen, das behalten wir. Baseballgranate können wir weglegen. Fatman haben wir ja schon in unseren Kisten. Das kann dann alles weg. Das kann auch alles weg. Na, Splittermin können auch alle weg. Die hier brauchen wir nicht. Das auch nicht. Den ganzen Krempel können wir mal wegpacken. Laser, Muskete, Schlagstock. Das legen wir auch mal alles weg. Ist aber immer noch so viel Gewicht, was wir da dabei haben. Nein! Ah, verdammt, jetzt habe ich was weggelegt, was ich anhatte. Ach, ich weiß jetzt gerade nicht, was das war. Das war was Blei verkleidet, also mit Blei verkleidet noch irgendwas. Das ist immer ätzend. Da sollte irgendwie so eine Nachricht kommen, sind Sie sicher, dass Sie das ausziehen wollen? Um da nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Ja, das ist jetzt wirklich witzig. Das dürfte dann das hier sein. Ja, das haut auch hin. Das war es dann auch. Viel wie möglich. Gut, dann schauen wir erstmal, dass wir das wieder anziehen, damit das doch alles seine Ordnung hat. Und dann Schrott weglegen. So geht es ja schon mal. Ja, die Artilleriewaffen wiegt ja auch nochmal ein bisschen was, aber das kommt ja dann noch weg. Hier haben wir eigentlich nicht so viel Krempel. Das können wir auch noch mit weglegen. Nicht bepackt aus. Jetzt schauen wir mal hier mit der Herstellung von den ganzen Dingen. Wir waren ja zuletzt dabei, das Gewehr zu machen. Wir hatten ja hier den kalibrierten mächtigen Verschluss. Dann hätten wir hier den verlängerten guten Lauf. Vollständigen Kolben. Dann machen wir hier den Rückstoß dämpfenden Kolben. Leider können wir das jetzt auch nicht mehr machen, weil wir kein Klebeband mehr haben. Aber das hat ja schon mal ordentlich was gebracht. Jetzt haben wir nämlich die beste Rückstoßdämpfung, die es da so gibt. Gut, ich lege mal ganz kurz hier nur so Whisky und Wein und sowas mal ganz schnell weg, weil das wiegt ja auch nochmal ein bisschen was. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt dabei haben. Dann haben wir hier das. Dann haben wir hier noch Stateboy, lege ich hier auch mal rein. Genauso wie Wein und Whisky. Naja, ein bisschen Platz hat gespart. Und jetzt wieder auf zur Burg. Jetzt haben wir auch mal Platz und müssen ja nicht andauernd gucken, ob es reicht vom Platz oder nicht. Ist wirklich ein bisschen nervig. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir jemand die Artillerie bedienen lassen. Jetzt muss ich da irgendein Bewohner mal sagen, er soll das mal machen. Aber irgendwie sieht man die Bewohner fast nie, außer die jetzt ja gerade am Ackern sind. Wo läuft denn hier jemand rum? Hier. Du. Stopp. Nein. Abbrechen. Ich will, dass du. Wo war denn jetzt die Artillerie da oben, ne? Ich will, dass du die Artillerie bedienst. Ja, sie war hier. Sprich mit Ronnie. Das machen wir doch. Wo ist sie? Da vorne. Hallo. Hi.
Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass... Da. Wir bereit sind. Okay, General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten in den Testgebiet, damit wir mit dem Probeschütten anfangen können. Okay. Kate. Bin ich. Okay. Na, noch nicht ganz. Immer noch nicht so ganz. Nee, da muss noch einiges kalibriert werden. Also alles wird getroffen außer das Haus. Was? Na, wenn ihr da so genau mit dem Zielen seid, wie jetzt hier auf der Straße, dann ist das ja eher, ja, würde ich mal sagen, nicht so gut. Weil die sind ja sehr ungenau mit dem Zielen hier. Aber wie dem auch sei, wir schauen mal nach. Alte Waffen, sprich mit Preston Garvey, sprich mit den Siedlerbank Crossing-Dingens. Und dann haben wir ja noch Somerville. Somerville werden wir jetzt als nächstes machen, das hatte ich ja gesagt, weil wir eh in der Nähe der Walls waren oder dass es in der Nähe der Walls ist, machen wir es auch jetzt mal. Ist ja nur ein kleiner Umweg. Müssen ja jetzt keine Kilometer spazieren gehen. Ist ja alles noch in der Nähe. Ich könnte auch bald wieder die Rüstung mitnehmen. Werde ich auch demnächst wieder. So als Sicherheitsmaßnahme. Weil es ja doch recht gefährlich ist mit... schon sehr gefährlich mit dem nackten Körper quasi hier rumzulaufen. Somerville. Dürfen wir noch nicht. Hallo. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Die Minutemen haben mich geschickt. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Kein Problem. Kein Problem. Ich kümmere mich für euch um sie. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Jamaica Plain. Okay, und hier, das ist ja auch ein super Ort. Richtig viel zu essen. Das wäre jetzt alles stehen, weil wir noch nicht verbündet sind. Dann machen wir uns mal direkt auf den Weg. Ach, da ist das. Oh Gott. Nee, dann
muss dieser Ort jetzt leider noch warten. Also sorry, aber da rennen wir jetzt nicht wirklich nochmal durch die Weltgeschichte. Alte Waffen und hier County Crossing, das haben wir auch noch. County Crossing ist da vorne, da waren wir noch nicht. Oder? Nee, da waren wir ja wirklich noch nicht. Ja gut, dann gehen wir mal zum Trainingsgelände der Nationalgarde. Da waren wir definitiv schon mal. Ich verstehe nicht, warum dieser Ordner nicht abgeschlossen ist, weil dort haben wir ja alles gemacht. Er müsste eigentlich abgeschlossen sein. Steht da aber leider nicht. Merkwürdig. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Feinde sind. Nee, sieht gut aus. County Crossing. Gehen wir doch mal mit dem Siedler hier. Entschuldigung. Hey, hallo. Wir stecken hier echt in Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du uns helfen. Was brauchst du? Okay, die Minutemen haben wir geschickt. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Es sind diese verdammten Grünen heute. Die Supermutanten. Immer wenn sie kommen, müssen wir flüchten oder uns verstecken. Sie nehmen alles mit, was sie fressen können. Und zerstören alles andere. Und wenn wir sie mal nicht kommen sehen, sind wir alle tot. Wir können so nicht weiterleben. Bitte, du musst uns helfen. Wo sind die? Weißt du, wo sie herkommen? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Töte die Supermutanten in Fanuil Hail? Was? Wo ist das denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Ach, das ist schon wieder so blöd. Jetzt werden wir echt immer so weit geschickt. Ja, lässt sich auf jeden Fall lösen. Hier dürfen wir noch nichts machen, weil wir noch nicht verbündet sind. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja, Kinderkrippe, das können wir definitiv auch noch machen. Damit warten wir noch, da ist es jetzt ein bisschen zu weit weg. Wir reden mal dort, wir haben jetzt irgendwie nur Siedlungsprobleme. Und alles bisher so Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Bin mal gespannt, was jetzt hier kommt. Weil, wie gesagt, dass ein Update kam, Sachen sind wieder neu lootbar. Mal wieder, zum zweiten Mal. Und mal sehen, ob wir jetzt hier wieder dasselbe machen dürfen. Ich bin ja mal gespannt. Hallo. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Sind Ghule wieder das Problem? Was ist los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Okay. Ja, das ist ja noch okay. Diesen Ort haben wir noch nicht entdeckt. Ja, aber das können wir machen. Das ist definitiv das auch, was wir so vorhatten. Wir waren ja das bei der letzten Aufnahmesession da oben. Und dann hatte ich gesagt, wir machen beim nächsten Mal das hier. Dann kam ja jetzt so viel dazwischen. Aber das hier will ich ja sowieso noch machen. Die kleine Insel hier hinten direkt mit. Und dann kommt ja dieser restliche Teil. Bevor wir dann erstmal zum üblichen Teil hier kommen. Dann sind wir dort fertig. Und dann kommt das hier. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Das ist ja so hier das Gebiet, was uns interessiert. Was als nächstes kommt. Und das werden wir auch machen. Ich begebe mich zum Ort des Geschehens, da wo wir hinwollen und auch hin müssen, um die Siedlung zu unterstützen. Ich finde es schön, wir haben jetzt nur Aufträge. Oh, jetzt bin ich am Mikro gekommen. Wir haben jetzt nur Aufträge, die wir noch nicht gemacht haben. Das finde ich wirklich sehr schön, weil das ist so ein bisschen angenehmer, weil immer wieder, ja, das Gleiche zu machen ist halt auf Dauer wirklich doof. Ist schon teilweise dann nervig, wenn man halt immer wieder das Gleiche machen muss. Hier hinten haben wir eine Ausgrabungsstätte, da schaue ich mal ganz kurz nach. Die ist ja noch relativ in der Nähe. Oder?
Naja, ist sowieso schon fast dort, wo wir auch hin müssen. Da haben wir noch ein Krankenhaus. Das haben wir aber schon entdeckt. Das ist ja die Anstalt. Hier haben wir aber noch ein Krankenhaus. Das haben wir noch nicht entdeckt. Und ein Cowboy-Hut. Krankenhaus, Cowboy-Hut, adaptives Zeichen und Ausgrabungsstätte. Warte, hörst du das? Oh, die sind aber heftig. Das ist ja heftig, wie krass sind die denn? Die sind ja richtig stark. Jawohl, der Fremde. Es ist aber noch nicht tot, ne? Boah, das gibt's doch gar nicht. Wie stark sind denn diese Insekten? Hammerhart. Boah, ey. Die waren ja richtig krass. Die haben uns ja richtig gut zugesetzt hier. Trotz des mysteriösen Fremden sind sie nicht gestorben, ey. Das war ja schon das Highlight in dieser Aufnahmesession an Gegnern. Also von der Kampfstärke her. Definitiv. Ach, hier ist auch wieder so eine Ausgrabungsstätte, wie wir schon mal gesehen hatten. Jetzt haben wir hier hinten noch ein Autodingens. Dann haben wir... Das ist aber immer noch die Anstalt, ne? Ja, das ist noch die Anstalt. Da haben wir noch eine Farm oder sowas. Das ist hier vorne. Irgendwo. Eine Fabrik. Aber schon wieder so eine Anlage. Gunner? Nee, Raider. Gut. Ich mache es mal spannend für euch, spannend für mich, wie es weitergehen wird hier in diesem gesamten Ödlandgebiet, was uns jetzt bevorsteht, was wir auf jeden Fall dann machen werden. Das erfahren wir erst in der nächsten Folge und das auch erst in der nächsten Aufnahmesession. Das ist dann für euch und für mich dann eine kleine Spannung, die erhalten bleibt. Ein bisschen ärgerlich, mich interessiert selber, was sich dort befindet. Aber das erfahren wir frühestens erst in der nächsten Folge. Ihr seht sie dann übermorgen und ich sage bis dahin, tschüss.